Ich kann ihnen auch das Land abnehmen, da sie Heiden sind. Aber da können wir ja einfach eine neue Vasallen reinsetzen. Moment mal. Zu Ehren des kürzlichen Sieges des Reiches ist es nur angemessen für die heldenhaften Soldaten, die an dem Feldzug teilgenommen haben, einen Triumphzug auf dem Kapitol abzuhalten. Diese Feier wird kostspielig, aber das Volk erwartet nichts weniger. 121 Gold ist okay. Aha. Und da die Stadt erneut unter der Kontrolle Ostrups ist, ja, kennen wir schon, gepriesen sei Gott. Jetzt schauen wir nochmal hier rein. Ich kann den Herbert zum Zechen einladen. Titel entziehen. Achso, der muss erst entscheiden jetzt hier. Dann kann ich ja von dem einen... Oh, ein gigantischer Triumphzug wird im Hippodrom zu Ehren derjenigen tapferen Generäle und Soldaten abgehalten, die den Feinden des Reiches Niederlagen beibrachten. Das Volk bejubelt den Zug der Soldaten, die Wagen gefüllt mit Kriegsbeute, die Käfige, in denen die Gefangenen des Feldzugs sitzen, und die Fanfarenbläser, die all dem vorausgehen. Das Reich steht kurz vor dem Erfolg. Weil die Vasallen sind beeindruckt von Anblick solch imperialer Macht. Haben wir da einen Bonus bekommen bei den Vasallen jetzt? Sieht nicht so aus. Smaragdrezepter, Majestätskrone. Nö. Sieht jetzt nicht so aus. Können wir denn hier den einen, der nicht wollte, ich glaube, das war sie hier, Titel entziehen? Nee, geht nicht. Schau her. Also minus 15 bei den Vasallen dann. Das geht leider nicht. Sie will immer noch nicht. Können wir hier noch irgendwas? Wir können sie zum Zechen einladen. Vielleicht wären wir da gute Freunde. Okay, plus 5 Meinung schon mal. Das hat schon was gebracht. Sie will aber immer noch nicht. Ich habe das religiöse Recht nicht, ne? Wir können mal schauen, 5 Jahre sind noch nicht vorbei seit der letzten Änderung. Wir haben... Titelaberkennung nur erlaubt, nicht religiös. Es geht bis 839 für 3 Jahre. 35 brauche ich dafür. Der Vendros weiß wieder mal alles, das gibt's ja nicht. Hat er wieder nachgeschaut in Wikipedia. 35, können wir dir noch irgendwas geben? Ein Ehrentitel? 10, dann wären wir bei 34. Geld habe ich dir schon geschickt, ne? Ja. Würde sich auch die Meinung nochmal ändern? Nee, da mache ich jetzt nicht lang rum. Oh. Wir haben noch... Wie viele Gefangene haben wir denn? Wir haben ja nur einen. Dem wir noch den Titel entziehen wollen. Irgendwann mal, wenn der Waffenstillstand rum ist. 838. Na gut. Also wir werden mal mit der guten Dame ein bisschen plauschen. Da oben wird noch geplündert. What the f... Was denn jetzt? Das wächst ja. Da wäre ich ja nie mehr fertig mit dem Bauen von Burgen. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Da müssen wir überall Burgen bauen. Wer expandiert denn hier so unglaublich? Ich meine, die sind nichts wert, ne? Habt ihr vorhin schon gesagt. 0,3. 0,0. Wobei die geplündert ist jetzt 0,2. 0,1. 0,3. Da ist halt nicht viel drin. Wenn wir uns da mal Konstantinopel anschauen. 95. So, wir marschieren hier mal triumphiert ein und verhauen die Plünderer. Bedrohungsmäßig 93 sind wir jetzt wieder. Üble Gerüchte. Oh, jetzt nicht sterben. Jetzt nicht sterben, bitte. Unser
Arzt 14 gerade mal. Das ist auch nicht der Wahnsinn. Er hat es aber offenbar geschafft. So, die Gäste sind eingetroffen. Eigentlich nur die gute Dame. Die bekommt eine Privataudienz. Oh, wir sind jetzt enge Freunde. Sehr perfekt. Können wir ja gleich mal die Konvertierung fordern. Das ging flott. Ah, Lebensmittelvergiftung. Und jetzt können wir das Schism heilen. Sehr schön. Machen wir doch gleich, bevor ich sterbe. Das große Schisma wurde geheilt. Endlich wurde das große Schisma zwischen der westlichen katholischen Kirche und der östlichen orthodoxen Kirche geheilt. Mit der Ausbreitung der Rechtgläubigkeit und der Wiedervereinigung der Petachie, vor allem des Bistums Rom, hat der katholische Glaube nur noch geringen Einfluss auf die Einwohner Europas. Manche werden dem alten Glauben störrisch anhängen, aber es werden wenige sein. Die Petachie kann wieder behaupten, dass sie über alle Christen herrscht. Gepriesen sei Gott. Schön. Und wir fühlen uns wieder besser. Gut, dann haben wir doch das jetzt auch schon. Und jetzt müssten wir eigentlich, jetzt schauen wir mal bei der Lombardei, Heiliger Krieg machen können, oder? Lombardei beanspruchen, Grenzdisput, de jure. Wir können keinen Heiligen Krieg machen. Ach, der ist jetzt orthodox, ist der schon. Das ging aber. Okay. Holy moly. Okay. Ah, das ging jetzt aber von einem Tag auf den anderen. Da ist ja fast gar nichts mehr hier katholisch. Eieiei. Da können wir ja gar nicht so viel heilige Kriege machen, wenn alle orthodox sind. Das ist ja Wahnsinn. Schön. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Wo wir hier momentan sind. Wir brauchen hier oben die Bereiche brauchen wir noch. Hier unten das kleine brauchen wir auch noch. Wir brauchen den Bereich hier noch. Ich glaube, hier sind wir auch noch nicht angelangt. Wir haben das hier, wir haben das hier, wir haben das hier. Wir haben... bei dem bin ich mir nicht... Doch, ich glaube, wir haben sogar alles hier. Wir haben das normalerweise auch und wir haben das. Das heißt, eigentlich würde uns nur noch der Bereich hier oben fehlen. Für das Römische Reich wiederherstellen. Wie cool ist das denn? Nur noch der Bereich. Sehe ich das richtig? Hier oben, der Bereich, genau. Das haben wir. Hier haben wir auch das, wobei, bin ich mir nicht sicher, ob wir das brauchen, das kleine hier. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Wir gehen mal kurz in den Intrigebildschirm. Römische Reich herstellen. Latium, Venedig, Ferrara, Genua, Apulien. Ist Apulien? Wo ist denn Apulien? Ah, hier unten brauchen wir noch ein Fleckchen. Aha, okay. Haben wir mit dir einen Waffenstillstand jetzt? Nee. Können wir irgendwie was Größeres mitnehmen? Die Juranspruch Apulien. Apulien beanspruchen. Grenzdisput haben wir. Ah, ich hätte gehofft, dass wir was Größeres haben, ne? Rheinheirat in Italien, ja, geht leider nicht. Da sind ja wieder alle schon weg. Wobei, die sind ja jetzt klein. Vorhin bei Frankreich hat das nicht funktioniert, da wollten die nicht. Haben wir denn noch... Haben wir denn selber noch irgendjemanden? Wir könnten unseren Enkel einheiraten lassen, oder?
Gibt's hier irgendjemanden? Prinz von Lombardei. Der wäre natürlich optimal, ne? Prinz Romuald von Lombardei. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie hat der geheißen? Romo. Irgendwas mit Romo. Nee, sieht jetzt nicht so aus. Na gut, wir werden es mit Gewalt nehmen. Haben wir noch was Wichtiges zu tun jetzt? Ich mache heute ein bisschen früher Schluss. Titel können übernommen werden. Wir haben keinen Regenten aktuell. Da werden wir unseren Sohn nehmen. Wo ist denn unser Sohn? Ich weiß ja gar nicht, wie unser Sohn heißt. Hat der überhaupt keinen... Moment. Prinz Antiochos. Ah, stimmt. Antiochos war der Name. Anti... Da ist er. Such dir eine Unverheiratete mit Anspruch auf den Thron. Hier drinnen, ne? Wenn wir einfach mal hier reinschauen. Hier drin. Prinzessin von Bayern hat einen Anspruch auf den Titel. Ja, wir könnten die einladen. Wir könnten die an den Hof einladen. Könnten wir die an den Hof einladen, ihr eine Grafschaft geben und dann ihrem Namen Lombardei erobern. Würde das gehen? Oh, sie hat Lustbläschen. Und wahnsinnig ist sie auch noch. Nee, ohne Kinder meine ich jetzt. Ne? Wir laden die ein, geben ihr eine Grafschaft, damit sie unser Vasall ist und holen uns dann in ihrem Namen die Lombardei. Das ist für mich immer logischer und besser nachzuvollziehen, wie das Einheiraten. Das Einheiraten, da tue ich mich echt schwer. Wir probieren das mal. Ich speichere ab, weil ich jetzt dann Schluss mache. Und wenn es nicht klappt, dann spielen wir beim nächsten Mal mit dem anderen Spielstand wieder weiter. Bin da mehr für den Abstechenweg, denke ich mir. Also, wir probieren es mal. Und laden die Cotilda, Prinzessin von Bayern, ein, zu uns an den Hof zu kommen. Cotilda. Oh, ich muss noch, Moment. Muss mal kurz kopieren, damit hier. Dann ist die Cotilda jetzt bei uns auf dem Hof angekommen. Cotilda. Cotilda. Ist die jetzt schon angekommen oder war das eine andere Meldung? Ich glaube, die ist noch gar nicht da, oder? Ah, jetzt ist sie da. Jetzt müsste sie eigentlich da sein, Cotilda. Da ist sie, Cotilda. So, die hat... Oh Mann, die hat ganz viele Ansprüche. Schwacher Anspruch. Starker Anspruch auf Bayern. Schwacher Anspruch auf Lombardei. Ah, das geht natürlich nicht, weil Lombardei ist jetzt hier natürlich ein ganz normaler Herrscher. Aber wir können es mal zum Beispiel mit Bayern probieren. Wir schauen mal, welche Ansprüche sie noch hat. Grafschaft Kempten, Nürnberg, Baden, Niederbayern. Wir geben ihr mal einen... Kann ich wieder nicht, oder? Ah, die kann ja keine Titel bekommen. Da müssen wir uns einen männlichen Kollegen hier herholen. Abstechen klingt gut. Ach Mann. Also wir können keinen Landtitel vergeben. Ich muss einen Landtitel haben, den Prinzessin Cotilda bekleiden kann. Wir schauen mal, ob wir einen männlichen Kollegen finden, der hierher kommen will.
Oh, da unten. Der Werner Prinz von Bayern. Auf die Bayern ist einfach verlassen, ne? Auf die Bayern ist verlassen. Der hat Anspruch auf Bayern, Lombardei, Kempten, Nürnberg, Baden, Niederbayern. Deinem Erben verheiraten und auf ein Kind hoffen. Wenn, dann müsste ich es mit meinem Enkel verheiraten. Den Prinz Werner, den laden wir an den Hof ein. Schauen mal, ob das geht. Ich will das nur mal probieren. Wenn es nicht geht, dann holen wir uns halt das wieder zurück. Der Werner. Werner. Da ist er, der Werner. Hat auch schwachen Anspruch auf Lombardei, aber starken auf Bayern. Landtitel gewähren. Wir könnten ihm jetzt, was können wir ihm zum Beispiel geben? Alexandretta ist, wo finde ich das? Hier drüben. Wir hier nochmal eins. Dann geben wir ihm Alexandretta. Noch besser, den auf den Hof holen, mit einer deiner Töchter auf ihrer Seite verheiraten. Ganz viele Ansprüche in deiner Familie haben wir dann. Er muss ein Dijur-Vasall sein. Was meinst du damit, Physibaum? Ich sag schon wieder Dijur. Er muss ein Dijure-Vasall sein. Er darf nicht außerhalb vom Dijure-Kaiserreich Byzanz sein. Ist das so? Ich dachte, ich kann für alle Vasallen, die ich habe, kann ich den Anspruch durchdrücken dann. Da habe ich auch noch nie aufgepasst. Kaiser de jure Reich, das würde hier quasi nicht mehr gelten. Echt jetzt? Das ist ja blöd. Kann ich dann den Anspruch nicht durchdrücken? Okay, wir probieren mal was. Ich lade dann sowieso nochmal neu. Ich gebe ihm jetzt mal kurz Alexandretta. Wieso wird er denn unabhängig? Wenn er mein Vasall ist. Wir probieren mal was. Ne, ich lade ja sowieso nochmal neu. Wir geben ihm Alexandretta, damit ich das nachvollziehen kann. Grafschaft Alexandretta. So, jetzt ist er Graf bei uns im Reich. Ne? Jetzt ist er ja unter mir. Er wird unabhängig, wenn er nicht unter dir ist. Das ist okay. Jetzt wäre er unabhängig. Wenn du ihm Land gibst, bleibt er unter dir. Ich habe ihm doch gerade die Grafschaft gegeben. Das passt doch. So habe ich es doch immer gemacht bisher. Er ist jetzt direkt unter uns. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir hier hochgehen. Lombardei können wir eigentlich vergessen, weil das ja ein schwacher... Oh. Okay, Moment. Lombardei können wir nicht vergessen. Der müsste doch eigentlich jetzt Lombardei beanspruchen. Das passt doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das wäre doch gut. Heieieiei. Aber ich sehe gerade, wir haben ja auch noch mal einen, den du, da können wir auch Lombardei beanspruchen, jetzt sehe ich es erst. Den hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht jetzt, deswegen werde ich noch hier auch noch mal einer. Das sind ja alles Vasallen. Das sind alles Vasallen unter uns. Die Frage ist, muss er direkt unter uns sein? Oder reicht's so wie bei dem einen jetzt hier? Reicht's wie bei dem hier? Starker Anspruch hat er sogar auf die Lombardei. Reicht's so wie dem hier, dass er einfach nur in der Reihe von Lenzien ist? Ah, okay, also mit dem wird es quasi nicht gehen, weil er nicht direkt unter uns ist. Das heißt, wenn ich mit dem jetzt hier als Anspruch die Lombardei einnehmen würde, dann würde der König Lombardei werden und unabhängig. Ah, jetzt wie? Ihr müsst euch schon mal entscheiden.
Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wenn ich es mit dir mache, auch geht. Okay, er ist kein Jure-Vasall von meinem Haupttitel. Aber das ist doch egal. Physi und Vendros hauen sich die Köpfe ein. Nö, das ist egal. Vendros labert Mist. Bleib mal ruhig. Wir können das ganz normal erörtern. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche wissenschaftlichen Quellen dazu. Ich habe da auch noch nie aufgepasst, dass ich, wenn ich so gespielt habe, dass ich dann geschaut habe, dass der Vasall, für den ich den Anspruch durchsetze, dass der in meinem de jure Gebiet war, von meinem Kaiserreich zum Beispiel oder von meinem Königreich. Ja. Ja, heute machen wir es nicht mehr aktiv. Heute ist schon Schluss jetzt. Ich gehe mal drüber über den starken Anspruch. Bei der Erbfolge werden starke Ansprüche nur den... Da steht jetzt nichts mit dabei. Ich gehe mal rein und werde nochmal schauen, Krieg erklären. Und wir schauen mal, was passiert. Dann müsste es ja vielleicht er hier auch drin anzeigen. Da ist der zum Beispiel. Wenn Balissa die heilige Titel höherer Stufe hält oder aus derselben Dynastie stammt oder wenn Basilius Simonis die Heilige ein de jure Lehnsherr von Königreich Lombardei ist, was nicht der Fall ist, wird Prinz Vechtari der Gerechte außerdem zum Vasallen. Was? De jure Lehnsherr von Königreich Lombardei? De jure und beim anderen? Bei ihm hier. Aber dann heißt die Jure Lehnsherr, dass er direkt unter mir sein muss. Dann heißt die Jure Lehnsherr, dass er direkt unter mir sein muss. Ist das richtig? Das hat nichts mit den die Jure Gebieten zu tun. Nein, sagt der Physibau. Heißt es nicht. Old Big Eule schmeißt auch nochmal einen Satz dazwischen. Okay, das heißt, ich dürfte die Lombardei dann nur nehmen, wenn ich einem Höfling eine Grafschaft hier drinnen in dem die Jure Byzanz Bereich gebe, in meinem Kaiserreich gebe. Und nur wenn er hier drin ist, als Graf zum Beispiel, dann könnte ich die Lombardei durchdrücken. Und dann würde er auch bei mir bleiben. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Und zweite Frage wäre dann, wenn er nicht direkt mir untersteht, sondern zum Beispiel dem König Dionysia, die Peinigerin, in dem de jure Bereich. Würde es dann gehen? Also wenn er nicht direkt unter mir ist, sondern unter der Königin oder einem Herzog. Das ist egal. Also da habe ich noch nie aufgepasst. Ich habe immer nur eingeladen, habe denen irgendeine Grafschaft gegeben und habe dann den Anspruch durchgedrückt. Vendros sagt es auch, ja. Ach so, stimmt. Active, genau. Ja, das ist richtig. Wenn er natürlich hier als Herzog quasi unter einem, als Graf unter einem Herzog wäre und dann würde er das Königreich Lombardien
wie heißt das Königreich? Lombardei, wenn er das bekommen würde, dann würde er natürlich nicht mehr unter dem Herzog stehen. Weil er König über Herzog ist, ja. Schon klar. Nee, das habe ich verstanden. Mir ging es nur darum, ob, wenn jemand dazwischen ist, ob dann trotzdem der Anspruch durchgedrückt werden kann. Genau, er wird quasi dann ein Vasall, ein Königsvasall unter uns werden, weil er ja nicht unter einem anderen König dienen kann. Ich werde das morgen Nachmittag mal ausprobieren, denke ich. Ich werde das nochmal durchtesten. Ich werde das einmal testen, dass wir hier jetzt mit ihm das machen. Und einmal dann müssen wir ihm direkt was geben von unseren, entweder hier drin was, ne? Da, wenn wir ihm eines von den drei Grafschaften geben würden, dann würde es funktionieren. Aber das wäre natürlich super, dann könnte man gleich komplett die Lombardei einnehmen. Das wäre echt, echt super. Dann wäre uns schon sehr geholfen, vor allem, ich glaube, dann sind wir sogar schon durch mit Rom, oder? Dann würde man nämlich hier den kompletten Stiefel voll machen. Ja, vielleicht hier oben noch. Na gut, aber sehr schön, wieder was gelernt. Das heißt, ich werde das morgen mal ausprobieren. Ich werde den vorherigen Zustand nochmal laden, also dass er hier wieder rausfliegt dann hier oben. Und werde das dann morgen mal ausprobieren. Und Wochenende wird nicht gestreamt, aber am Montag dann wahrscheinlich wieder. Genau, super. Wunderbar, dann weiß ich Bescheid und dann seid ihr hiermit entlassen in die Nacht und ins Fastwochenende. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und wir sehen uns wahrscheinlich am Montag dann wieder. Am Wochenende muss ich Pathfinder spielen. Also, bis dann, macht's gut, ciao.